erstmal. Ja, hallo, ich bin auf dem Weg zu meiner zweiten Freundin jetzt. Und ja, ich habe heute auch das erste Mal alleine getankt. Also die Hürde hätten wir auch genommen. Jetzt freue ich mich auf die Staffel 2 mit meiner Freundin. Und ja, gestern haben wir ein bisschen gefeiert und gegrillt und es war sehr lang. Wenig Schlaf. Also ich war erst, glaube ich, um 2 Uhr im Bett und um 7 war ich schon wieder wach. Naja, ein Tag geht das mal. So, jetzt geht's los. Jetzt fahre ich, wie gesagt, zu meiner Freundin Andrea und freue mich schon, dass ich sie jetzt auch bald wiedersehen kann. Hatte jetzt 2 schöne Tage, jetzt kommen die nächsten 2 schönen Tage. Also, auf geht's. Jetzt habe ich Gegenverkehr. Alles gut. Du musst nur abbiegen dann in die alte Grenzstraße und dann gleich die nächste Straße wieder links hoch. Ich glaube, ich werde dich dann gleich... Am Vogelschutz bin ich jetzt. So, jetzt links, genau. Ich sehe ja, da kann ich nicht, genau, weil die Autos jetzt davor stehen. Ja. Ich komme hier nicht, die Autos, warte mal. Muss ich am Vogelschutz jetzt hochfahren? Ja, genau. Da musst du hoch die Straße. Oh, warte mal, Hilfe, nee, das geht gar nicht hier. Was meint ihr, wie die hier fluchen? Alles gut, ist egal. Lass dich nicht irritieren. So, warte. Ich komme hier nicht rum. Ich komm mal raus, warte. Nee, das geht nicht. Nein, das geht nicht. Ach so. Soll ich jetzt zurückfahren, weil es hier jetzt ganz eng ist? Und ja, ich rückwärts fahren muss. So. Also hier hoch kann ich nicht fahren. Das geht nicht, weil da ist keine Wendemöglichkeit. Aber kann ich denn bei dir, da steht keine Wendemöglichkeit? Doch, das geht. Das geht schon. Okay. Ich mach das schon, aber ich brauche Ruhe. Gut. So, jetzt drehe ich. Moment. So.
gonna take you there. Story that would never end. Never thought I'd feel so alive, looking in your eyes. I just wanna love you till the day I die. Es schaut schon gut aus bei meiner Freundin in der Küche. Oh, das Rezept muss ich mir abgucken. Was gibt's denn? Nudeln in? Spaghetti mit Kefette in Zitronensahnesoße. Oh, und einen schönen gemischten Salat. Jetzt? Ich reibe die Pfanne mit Knoblauch aus, damit entsprechend, wenn ich die Garnelen anbrate, die Garnelen den Geschmack des Knoblauchs etwas annehmen. Damit die Zitrone etwas mehr Saft entwickelt, rolle ich sie. Natürlich keine Kerne da rein. So, was kommt jetzt da drüber? Jetzt kommt Kochsahne rein. Und das ist jetzt der Saft von den beiden Zitronen. Ja, genau. Dann musst du alles rein? Nein, erstmal testen, damit es nicht zu sauer wird. Mal abschmecken. Dann hat man wieder so, das ist super auf eine. Und bist du zufrieden? Mhm, noch nicht. Es hat noch nicht das, was ich möchte. Kommt aber noch ein anderes Gewürz rein. Das ist noch ein gutes Gewürz. Und das ist was? Warum? Ach, okay. Und für wen machen wir das heute? Für uns. Aber das hat einen so ganz besonderen Namen und soll die Sinne anregen. Aha. Weil das nennt sich tatsächlich Sexgewürz. Also dann gehe ich heute sinnvoll ins Bett. Ja, genau. Die Sinne angeregt ins Bett, ohne meinen Mann. Na, auch schön. Fehlt noch was? Nö, eigentlich. Könnte man so lassen? Mhm. Nö, ich finde es eigentlich gut so, wie es ist. Gut. Ich würde nichts mehr reinmachen. Mhm. Vielleicht ein kleines bisschen Salz, aber... Salz? Also jetzt wird es... Also Andrea macht heute mal anders, sagst du. Sie macht die Spaghetti heute so in den Teller, aber manchmal mischt es auch unter, ne? In der Pfanne, ja. Also vor allen Dingen im Wohnmobil ist das ja auch mal ganz gut, wenn man das schon alles in einem Topf machen kann. Genau. Das Auge isst ja bekanntlich mit. Genau. Leute, sehr lecker. Sehr, sehr lecker schmeckt es. Vorzüglich. Kann man wirklich empfehlen. Ganz toll. So, liebe Videofreunde,
es geht Richtung Heimat. Rechts abbiegen auf Talstraße. Und ich habe auch jemanden im Schlepptau. Hat nämlich meine Freundin mitgenommen. Hallo, liebe Videofreunde. So, liebe Videofreunde, schaut mal, wir haben ein so schönes Plätzchen gefunden. Und zwar sind wir jetzt auf dem Campingplatz Dreigleichen. Sehr sauber geführter Campingplatz. Jetzt gehen wir mal hier vor. Aha, hier gibt es also eine Feuerstelle. Kann man sitzen. Ja, also wirklich sehr ordentlich. Wir gehen jetzt in Annika. Das ist Andrea, ihre Übernachtung. Andrea übernachtet in einem Hütchen. Erstens bin ich ein bisschen erkältet und zweitens habe ich noch die Matratze mit, die auch noch drin lagert. Wir wissen gar nicht, wohin damit. Und ich wollte es euch mal zeigen. Das haben sie echt hübsch gemacht hier. Ja, ist nicht ganz günstig, kostet 44 Euro die Nacht. Und... Dalton! Scheiße! Oh ja, sehr gut. Matratze ist gut, sehr gut. Ja, also das kostet, diese Hütte kostet 44 Euro pro Nacht. Und wenn du jetzt nur eine Nacht bleibst, so wie wir, musst du noch 10 Euro Zuschlag bezahlen, also 55 Euro. Ist ein stolzer Preis, finde ich, aber es ist nett gemacht, wirklich. Liebevoll eingerichtet, sauber und ja, es lässt sich richtig aushalten hier. Das ist schön, wirklich, muss man sagen. Gut, also dann werden wir uns jetzt mal ein bisschen richten, ne? So, herzlich willkommen im Wohnmobil. Ja. Im Peppino. Andrea im Peppino. Vielen Dank, dass ich mitfahren durfte. Zum Wohl. Stößchen. Stößchen. Prösterchen. Zum Wohl. Mein erstes Erlebnis im Wohnmobil. Zweites. Zweites? Ja, aber jetzt so mit dir. Das erste Mal. Ja. Ja. Premium. Darauf trinken wir jetzt. Genau. Und auf eine schöne Zeit. Also wir sind hier, wie gesagt, auf dem Campingplatz Dreigleichen. Sehr schön. Mhm. Andrea war an den sanitären Anlagen. Mhm. Sind sehr sauber, hat sie gesagt. Ja, wunderbar. Ist alles da, was man braucht. Picobello, alles. Sehr schön. Ja. Und so, wenn wir jetzt den Abend noch ein bisschen ausklingen lassen. Wir haben gerade schon ein bisschen gefuttert. Mhm. Eigentlich wollten wir essen gehen. Haben uns dann aber und dann haben wir uns eine Brotzeit gemacht und dann haben wir gegessen und gegessen und gegessen und gesagt, nee, wir gehen nicht mehr essen. Genau, im Wohnmobil ist gemütlicher. Ja, ja, genau. Ist kuscheliger und gemütlicher. Und jetzt werden wir noch ein bisschen Fernsehen gucken. Ja, genau. Und machen uns einen schönen Abend und morgen geht's weiter. Mhm. Genau, Richtung Cottbus. Cottbus, ja. Und da gucken wir mal. Mhm. Wahrscheinlich werden wir durchfahren. Ja. Dann kann ich schön gemütlich und schon dann, mal ein bisschen. Ja. Und dann kann die Andrea, wenn sie will, vorm Haus im Wohnmobil schlafen. Das probiere ich dann mal aus. Camper-Life, genau, Camper-Leben im Wohnmobil, ja, sozusagen. Genau, bei Claudia vor der Tür. Genau, das machen wir. Prost. Ja, ich muss mal jetzt ein bisschen was zu Hause erledigen langsam. Es wird Zeit. Gut, dann bis morgen früh, ihr Lieben. Bis morgen früh. Ja. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. So. This is rare, and I wanna take you there. If I'm gonna love somebody, I just wanna love you. If I'm gonna love somebody, I just wanna love you. If I'm gonna love somebody, I just wanna love you.
you right. Hallo liebe Videofreunde, unser letzter Tag im Wohnmobil. Wir waren ja gestern hier auf dem Campingplatz Dreigleichen. Das ist sehr schön hier, ein sehr ordentlicher, gepflegter Platz. Saubere, sanitäre Anlagen, sagt Andrea, gell? Ja, alles picobello. Und sie hat auch ein schönes Hütchen gehabt und hatte auch geschlafen. Auch das Heizstromaggregat hat gut funktioniert. Und in der Nähe gibt es hier um die Ecke einen Reiterhof, da kann man auch schön essen gehen. Und wir haben allerdings gestern uns gemütlich gemacht und haben dann schön Fernsehen geguckt. Wir waren nicht mehr essen. Aber heute früh waren wir nochmal auf dem Reiterhof. Das ist ein ganz toller Reiterhof. Sehr, sehr schön. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal einen dampfenden Misthaufen gesehen habe. Und, ja, da waren wir heute schön früh einen Spaziergang machen. Also es kann man gut empfehlen, diesen Campingplatz mal als Zwischenstation, wenn ihr auf Reisen seid. Ganz, ganz toll. Also wir waren sehr zufrieden gewesen, preislich auch völlig in Ordnung. Ich habe jetzt bezahlt in Nebensaison insgesamt 25 Euro, glaube ich. Ja, bei Andrea, die Hütte war ein bisschen teuer, ne? Also das fanden wir, also 10 Euro nochmal extra, nur weil sie für eine Nacht dort geschlafen hat. Das fand ich ein bisschen viel, aber bitte? Hätte auch ruhig im Hotel auch übernachtet. Ja, es gibt hier nebendran auch noch ein Hotel. Wie das allerdings ist, das wissen wir nicht, da haben wir nicht reingeguckt. Auf dem Reiterhof gibt es so ein kleines Hotel, keine Ahnung. Aber ansonsten, die Hütte war so sehr schön gewesen, aber ich fand es halt doch ein bisschen, ja, ein stolzer Preis, ne? Und trotzdem war alles sehr gut und auch liebevoll eingerichtet, aber kein Wasser halt drin und keine Toilette und, ja, gut. Okay, aber halt war alles wunderbar. Wir fahren jetzt Richtung Cottbus. Das war's jetzt erstmal. 3 Wochen Urlaub, wollte ich gerade sagen. 3 Wochen Tour sind vorbei. Und ich glaube, es wird auch nicht mehr allzu lange dauern, dass ich wieder losfahre. Also ich bin sehr glücklich darüber, dass ich mich getraut habe. Und ich werde auch in Zukunft mal alleine ein paar Touren fahren. Das tut einfach gut. Und es war wunderbar und hat Spaß gemacht ohne Ende. Ich müsste auch noch nicht nach Hause fahren. Ich könnte noch weiter hier drin bleiben. Aber irgendwann muss ich jetzt halt mal auch gewisse Dinge noch erledigen. Und im gleichen Atemzug möchte ich mich bei euch ganz dolle bedanken für die lieben, netten Kommentare unter meinem sehr offenen Video. Ich habe lange überlegt, ob ich das so offen anspreche, das Thema, aber es hat gezeigt, es geht doch vielen Menschen ähnlich. Und das hat gut getan, eure tröstenden Worte zu lesen und auch zu sehen, dass es anderen Menschen auch so geht und dass man halt auch vielleicht ein sensibles Thema angesprochen hat, aber was vielleicht auch mal gut ist, wo man sich austauschen kann. Und solltet ihr auch irgendwelche Fragen diesbezüglich haben, mal was Thema Pflege und so betrifft, also ich kann euch in allen Dingen, glaube ich, mittlerweile ganz gut beraten. Also ihr dürft mich da auch gerne diesbezüglich fragen. So, jetzt geht's los. Jetzt fahren wir heme und dann machen wir uns da noch ein paar schöne Tage. Gell? Ja. Ja, also. Tschüss.